Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Terranil. Wir sind auf der zweiten Insel bzw. im zweiten Bereich des Planeten und versuchen hier gerade das tropische Klima wiederherzustellen. Und bisher sind wir so weit gekommen. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Was dürfen wir da Neues machen? Wir können jetzt hier 3 Verbrenner müssen wir bauen. Hydroponium können wir auch bauen. Aber wir müssen natürlich müssen wir auch einen Verbrenner bauen. Das ist der. Der verbrennt wieder alles und schafft dann... Ja, der schafft dann... mineralreiches, fruchtbares Land. Wir werden aber erstmal noch hier vorne weitermachen. Damit wir nach Möglichkeit hier wirklich, wirklich viel Grünfläche haben. Hier vorne würde ich ganz gerne noch einmal Folgendes tun. Wir setzen hier nochmal eine Möglichkeit rein, um Energie zu produzieren. Zack, Windrad. Und dann setzen wir uns den hier auf die Insel. Und den hier drüben hin. Hier passt auch noch einer. Ach schön, wie es alles so blau wird und so lebendig, ne? Herrlich. Es ist einfach herrlich. Hier oben die Ecke, die müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Warte mal. Der Soundtrack zum Spiel ist auch echt gut. Mann, 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 Mann. So, ich würde tatsächlich vorschlagen, wir setzen mal hier eine Sandbank hin. Und den hier in die Ecke. Ach, und hier auch noch einen, komm. Was soll's, ne? Was soll es denn? Ja, vielleicht übertreibe ich auch hier mit den Gebäuden, aber die werden ja zum Schluss eh alle wieder abgerissen. Insofern können wir das hier einfach mal so machen. Hoffentlich zumindest. Oh, das ist natürlich schlecht hier. Na gut, dann setzen wir hier noch einen hin. Hat jetzt nicht so viel gebracht, aber war in Ordnung. Hier die Sandbank ist übrigens auch nicht ganz so sinnvoll. Vielleicht können wir die später für irgendwas anderes nutzen. Wir können ein bisschen mehr Regen können wir auch schaffen, ne? Sollte doch eigentlich nicht schaden. Plus 4%, plus 9%. Ja, warte, das machen wir mal noch nicht. Wir machen erstmal, werden hier vorne tatsächlich erstmal weitermachen. Hier werden wir einmal ein bisschen mehr Grünfläche schaffen. Hier nehmen wir noch was mit. So. Und hier unten die Ecke, die muss halt auch einfach 94, 95, 96. Können sie natürlich auch so einmal, ne? Und dann bis da oben. Und dann den und dann noch einen letzten hier, würde ich sagen. Plus 2, plus 8, plus 15, plus 16. Hier. So, das sieht doch jetzt insgesamt relativ grün schon aus. Es muss ja auch gar nicht alles perfekt sein. Das passt auch so. So, haben wir irgendwo noch hier in der letzten Ecke fehlt noch ein bisschen Wasser. Ach, guck mal hier, schön. Sehe ich erst jetzt. Der Wasserfall da. So, dann haben wir jetzt hier, können wir das Hydroponium uns einmal aufbauen. Wo ist denn am besten? Saniere 150 weitere Feuchtigkeitsfelder. Dann baue noch 3 Verbrenner. Verbrenner haben wir noch gar nicht, ne? Ne, haben wir noch nicht. Dann werden wir mal hier in, ich denke hier so in diesem Bereich,
Oder hier unten? Vielleicht auch hier. Warte mal, was... Ja, die Frage ist, was es für Tiere hier gibt, ne? Welche Voraussetzungen wir da benötigen. Hm. Also, wir werden einmal hier eins setzen. Schön. Hier haben wir 23. 47. 20. Hier geht es nicht. 26. Jetzt machen wir hier noch einen hin. Und hier oben. Ach, guck mal hier richtig mit. Alter Vater. Regnet's? Klingt ein bisschen nach Regen, ne? Guckt euch das an, wie schön das ist, ey. Mangrovenbäume. Das sind die Wasserfälle, glaube ich, die wir hören, ne? Ja. So, wir brauchen noch 23 weitere Feuchtigkeitsfelder. Dann werden wir für die doch nochmal eben sorgen. 20. 98. Okay, wir schaffen mal hier auch noch so ein kleines Feuchtigkeitsgebiet. So. Gut. Hier haben wir jetzt den Salinator. Erhöht den Salzgehalt der Umgebung, sodass Mangroven gedeihen können. Ach, da kommen dann erst die Mangroven. Verstehe, verstehe. Woher wir allerdings die Verbrenner bekommen, das weiß ich noch immer nicht. Ehrlich gesagt. Moos an Felswänden, Gewitter beginnen. Wir sollten vielleicht dann jetzt einmal hier mit anfangen. Ach hier, da ist der Verbrenner. Mensch, einfach mal die Augen auf. Hatte ich glaube ich vorhin auch schon, ne? So, Verbrenner können wir uns hier überall auf die... Wo passen die denn am besten hin? Wo? Hm. Vielleicht schaffen wir hier so ein Waldgebiet. Der Verbrenner, der wird das hier alles verbrennen. Dann würde hier einmal viel verbrennen und da würde auch recht viel verbrennen. Wir gucken mal, was passiert. Okay. Da ist bedeutend weniger passiert als beim letzten Mal. Beim letzten Mal. Hm. Beim letzten Mal hat er doch viel weiter, hat es doch viel weiter gekugelt, oder nicht? Verbrennen wir hier nochmal ein bisschen. Ah, okay, das nimmt er hier also nicht mit. Das ist ja ganz gut. 4 Stück sollen wir bauen. Ach, hier können wir auch einen hinsetzen. Das ist ja interessant. Machen wir das einfach mal. So, wie sieht's, was haben wir jetzt hier? Krebse besiedeln Strände. Zugvögel kehren zurück. Das ist sowas, für mich sowas unglaublich Positives. Hier noch einmal. Zack. So, jetzt haben wir hier das Letarium. Fängt Sand auf, um Strände und Dünen zu bilden. Muss auf einem Entgifter gebaut werden. Okay. Wo könnten wir das denn mal schaffen? Hier oben. Zack. Wunderschöne Strände. Strand brauchen wir 27%. Tropenwald haben wir noch 0%. Brauchen wir noch jede Menge mehr. Hier haben wir den Salinator. Ist das denn der Tropenwald? Gilt das als Tropenwald? Ja, eigentlich nicht, ne? Plus 30, plus 19. Plus 46, plus 62, plus 73. Machen wir hier. Naja, das ist Mangroven tatsächlich, ne? Macht ja auch Sinn. Korallenriff brauchen wir auch noch. Wir werden dann eben mal hier für die Mangroven sorgen. Plus 44, plus 47. So, damit sind wir mit den Mangroven, sind wir nun durch. Das ist gut. Jetzt benötigen wir die Wälder. 3 Wolkenseher müssen wir noch bauen. Die Wolkenseher, die bauen wir jetzt auch mal.
Hier sind sie. 17%, 6%, 18%. 18% klingt für mich sehr gut. Hier haben wir auch nochmal 18%. Zack. Das ist natürlich 9%, ist jetzt nicht so der Hit. Aber besser als nichts. 8%. Und jetzt haben wir keine Möglichkeit mehr. Doch, hier. Da sind wir schon mal bei 100% Luftfeuchtigkeit, ne? Ja, da haben wir schon mal richtig schön viel. Kokospalmen bei 30 Grad. Moos an Felswänden unter 10 Grad. Heißt, man müsste dann erstmal, das schaffen wir jetzt glaube ich nicht mehr, aber man müsste dann erstmal, also müsste sich diese Ziele hier anschauen, dann würde man erstmal dafür sorgen, dass man auf plus 50 Grad, 50%, über 50% Luftfeuchtigkeit kommt, aber noch bei unter 10 Grad ist und erst dann würde man die Temperatur anheben. Nehme ich zumindest an, dass so die Idee ist dahinter. So, wärmer müsste es einmal werden, ne? Oh, wobei, warte mal, was hatten wir denn hier gerade? Was habe ich da oben gerade gesehen? Achso, hier, wenn ich hier rüber gehe, dann passieren hier oben diese Striche. So, was haben wir hier Neues? Wir haben... Was ist das? Schattensegelsäule. In drei Ecken angeordnete Säulen bilden schattige Bereiche, in denen Tropenwald gedeiht. Sie müssen an einer Klippe gebaut werden. Ah. Aha. Ja, dann würde ich doch einfach mal sagen... Gucken, was passiert. 3 brauchen wir, ne? Ja. 1. Warte mal. Rückgängig. Ich will gerade mal kurz das testen. Können wir hier... Ah ja, okay. Das hat ja eine ordentliche Reichweite. Dann können wir hier und dann können wir auch da, ne? Müssen es 3 sein? Ah, ne, wir können hier... Sie müssen nur alle miteinander verbunden sein. Ach, cool, ey. Wie viel Wald haben wir jetzt? 27%. Vielleicht ein bisschen wenig. Wir können aber hier immer weiter... Ach, ich sehe schon. Wir können hier noch weitermachen. Hier können wir noch ein bisschen Wald schaffen. Aber was machen wir denn jetzt hier überhaupt mit dem abgebrannten Land? Nährstoffreiche Asche. Da wächst aber auch kein Wald drauf. Da wächst kein Wald auf der nährstoffreichen Asche. Können hier nochmal, aber da kommt ja kein Wald zustande. Plus 3. Werden mal hier jetzt minus. Jetzt mal hier noch. Und hier. Dachte ich. Witzigerweise. Also müssen wir... Nee. So. Hier will jetzt kein Wald wachsen. Das ist doch interessant, muss ich sagen. Also vor allem mit dem... Mit dem abgekokelten Bereich. War es nicht so... Verbrennt die umgebende Vegetation, um die Temperatur der Atmosphäre zu erhöhen. Vegetation mit höherer Kohlenstoffdichte ist effektiver. Ach so, darum geht's, okay. Ja, die haben dann... Ach ja, okay. Alles klar. Alles klar. Hier funktioniert das einfach ein bisschen anders. Als im letzten Szenario. Jetzt mal hier einmal hin. Da einmal hin.
Und es müssen halt trotzdem immer Dreiecke sein, ne? Es funktioniert so irgendwie nicht. Hier funktioniert's. Hier ist das Dreieck irgendwie nicht schick genug vielleicht? Bin mir da nicht so sicher. Vielleicht so? Ja, so funktioniert es. Also es muss halt immer so ein dreieckartiges Gebilde sein. Gilt das hier als Dreieck? Das gilt als Dreieck. Wir kriegen doch aber so niemals den Wald zusammen. Tja. Können wir selbst irgendwie auch, Hügel schaffen? Abreißen können wir nicht. Wir können nur einen Schritt rückgängig machen. Okay, dann werden wir mal Folgendes versuchen. Dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Strände hier schaffen können. So, und jetzt haben wir hier Monorail-Knoten. Knoten in Reichweite verbinden sich, um den Transport von Gebäuden entlang des Monorail-Netzes zu ermöglichen. Den Transport von Gebäuden. Wo kann ich den setzen? Auf hier zum Beispiel. Aktivierbare Fähigkeit. Verschiebe ein Gebäude aus der Reichweite dieses Monorail-Knotens in die Reichweite eines beliebigen anderen verbundenen Monorail-Knotens. Okay. Also wir können jetzt hier... Das ist in Reichweite. Das hier ist nicht mehr in Reichweite. Aber wir können jetzt den hier hinsetzen zum Beispiel. Und dann können wir... dieses Gebäude woanders hinschieben. Oder dieses Gebäude. Oder das hier auch. Wir müssten also... Ja. Jetzt können wir das wieder ändern. Jetzt können wir hier wieder begrünen. Stelle. Ja, siehst du. Das Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier drunter wächst jetzt trotzdem kein Wald, ne? Glaube ich zumindest. So, einmal hier. Jetzt können wir hier, was haben wir denn hier? Korallenlabor. Züchtet Korallen aus Polypen, die mit einer Monorail ins saubere Meer gebracht werden können. Muss auf einem Bewässerer gebaut werden. Aha. Schauen wir uns gleich mal an. Jetzt würde ich ganz gerne hier einmal nochmal ein Gebäude verschieben. Dich würde ich ganz gerne noch hier verschieben. Und dann bräuchten wir den hier. Nochmal hier. Das Problem ist, dass wir hier keine... Hier wachsen keine Bäume. Das ist natürlich schlecht. Das hätten wir erst machen müssen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir noch hier ausreichend Bäume schaffen können. Diese Ecke hier fehlt uns irgendwie. Wir können vielleicht... Nee, wir können nirgends mehr können wir. Also wir können zwar hier noch was hinstellen, aber warte, vielleicht von hier nach. Aha, also wir können hier drunter dann auch nochmal. Schön ist das nicht. Das ist nicht schön, was ich hier mache, aber
Ich wusste es vorher einfach nicht besser. Hier kann man noch ein bisschen Wald schaffen. Oha, aber es wird trotzdem sehr knapp, ne? Aha, hier. Oha, oha, 110%, sehr schön. Korallenriff haben wir noch gar nichts. Sandstrände müssen wir auch noch einige machen. Einige schaffen, die könnten wir ganz gut eigentlich auch hier unten, ne? Denke ich mir. Hier unten müssten wir eigentlich auch noch mal ein bisschen begrünen. Warte mal. Können wir? Wir können hier. Wir können durchaus auch hier. Aber hier können wir auch mit den Monorails wieder arbeiten, ne? Hier, warte mal. Nein, hier. Nee, können wir nicht. Ja, warte doch. Können wir auch innerhalb... Ja, okay, wir können auch innerhalb eines... einer Monorail können wir hier arbeiten. Sehr schön. Und dann setzen wir jetzt hier einfach noch ein neues Gebäude. Ist ja auch nicht so wild. So schön. Sehr schön. Mit den Korallen, das müssen wir auch nochmal angucken. Ne? Hier oben können wir da wahrscheinlich ganz gut arbeiten. Hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal mit den Monorails arbeiten. Warte mal. Hier. Zack. Einmal den. Und dann würde ich ganz gerne einmal diesen hier bewegen. Nach hier. So. Haben wir eventuell... Schade, keine Reichweite. Dann müssen wir hier dann wieder diesen nehmen. 86. Das sind ganz schön viele Gebäude, die wir hier hinknallen, ne? Aber wie gesagt, man muss sich ja keine großen Gedanken darum machen. Weil die werden ja früher oder später auch alle wieder abgerissen, ne? So, dann werden wir hier einmal ein bisschen Sandstrand schaffen. Wie viel kriegen wir hier dazu? Nicht so viel. Hier kriegen wir nochmal jede Menge dazu, das ist gut. Und hier sind wir dann auch auf den Prozentsatz, den wir brauchen. Schön. Und jetzt müssen wir noch das Korallenriff. Korallenlabor. Temperatur, gut Bedingungen. Gute Bedingungen. Züchtet Korallen. Ja, das ist ein bisschen zu warm, ne? Ideal sind sie nicht. Wie können wir es denn ein bisschen kühler kriegen? Kriegen wir es irgendwie noch ein bisschen kühler? Mal gucken. Höhere Luftfeuchtigkeit. Temperatur höher. Luftfeuchtigkeit. Ideale Bedingungen. Temperatur ist auch ideal. Hier sind die Bedingungen nicht so gut, ne? Okay, wir können mal eben sehen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal diesen hier. Und eine Monorail. Können wir hier draufsetzen. Nutze, was stand da gerade? Nutze deinen... So, das funktioniert wieder. Wir setzen es einmal drauf. Und dann können wir das ins Wasser schaffen. Warte mal. Zielgültig. Hier platzieren. Aha. Jetzt haben wir den hier unten platziert und jetzt müssten eigentlich... Ja. Da sind die Korallen. Gut, das wird aber jetzt...
Es wird mühselig, glaube ich. Mal gucken, warte mal. Also, wir brauchen hier eine Monorail. Die können wir hier leider nirgends hinsetzen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, im Wasser... Warte, wir werden mal Folgendes tun. Wir werden mal hier den hinsetzen. Wir werden mal hier nach hier raus. Oh, das geht sogar. Sehr schön. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt hier ein Problem haben. Können wir Mineralisator... Ach, den können wir auch hier daneben setzen. Ja, Moment einmal. Das ist ja wunderbar. Nur hier können wir jetzt normalerweise wieder nichts setzen. Ne? Ja, natürlich schlecht. Aber wir können dich hier hinsetzen. Das sieht doch gut aus. Dich können wir nicht hier hinsetzen. Aber wir können den Mineralisator einmal hier hinsetzen. Zack. Das war doof. Aber rückgängig. Wir können den Mineralisator einmal hier hinsetzen. Windrad daneben. Den guten daneben. Und schon sieht das Ganze ganz anders aus. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einmal den Monorail-Knoten hier hinzusetzen. Oder hier. Und dann das hier drauf. Und wir nehmen uns die Korallen hier rüber. Aha. Geht denn nicht überall, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier 13, 22, 29, 32. Machen wir das mal so. Ja, hier hätten wir noch ein bisschen mehr gutes Wasser gebraucht, ne? Warte mal, den hier brauchen wir auch. Den können wir... Ne, warte, das ist der falsche. Hier, den. Den benötigen wir einmal. Den können wir aber auch nicht überall hinsetzen. Den könnten wir nur... Warte mal, hier können wir den wieder hinsetzen. Ach, das ist ja praktisch. Und dann könnten wir mal versuchen, können wir irgendwie eine Verbindung schaffen. Monorail. Oh, der ist sogar verbunden. Ja, das ist sehr gut. Schöne Verbindung. Sehr gut. Dann können wir hier den einmal draufsetzen. Monorail auswählen. Zack. Ich hätte schwören können, dass wir das jetzt hier drüben auch hinsetzen können. Hm. Na gut, dann kommen hier nochmal 33 dazu. Müssten wir nicht eigentlich auch... Ist doch verbunden miteinander. Hm. Hm. Wir versuchen es nochmal. Also, wir können den... Können wir zum Beispiel hinsetzen. Aber hier haben wir zum Beispiel auch schon einen. Monorail kann hier einmal hin. So eine größere Reichweite. Das muss dann für die äußere Reichweite müsste für die Korallenriffe gelten, ne? Mal gucken. Den können wir jetzt hier draufsetzen. Nehmen uns den weg. Und wir können es jetzt nur hier an diesen Rand setzen. 27. Hm. Okay, wir kriegen es aber langsam nach und nach, bekommen wir das hin. Aber irgendwie, so ein bisschen habe ich den Eindruck, ich verpasse irgendwas. Also ich kriege irgendwas noch nicht so richtig hin, wie ich es hinbekommen sollte. Ich setze einfach mal, wir haben noch ein paar Punkte, ne? Ich setze hier nochmal hin. Ich werde nochmal sehen, was wir jetzt machen können. Guck mal, hier ist überall, hier ist so ein Bereich, ne? Wenn ich jetzt den nehme, ne, kann ich. Ich muss tatsächlich den hier nehmen. Ach, guck mal, hier geht's jetzt. Habe ich es übersehen? Ich glaube, ich habe das einfach übersehen, ne? Vorhin. Nehme ich zumindest stark an.
Ach, ist das schön. Jetzt hör mir auf. Es ist einfach so schön, ey. Das ist einfach unfassbar. Ich würde sagen, hier unten... Ja, ich würde sagen, hier können wir nochmal ein paar Korallen hinschaffen, ne? Gucken wir mal, haben wir irgendwelche guten Bedingungen? Können einmal hier... Können wir ein bisschen Grünzeug schaffen? Dann brauchen wir einmal den Monorail-Knoten. Können wir uns hier hinsetzen. Und dann setzen wir das gute Stück hier hin. Nutzen den Monorail-Knoten und setzen das Ganze hier irgendwo hin, wo es richtig schön viele Punkte gibt. 78 sieht sehr gut aus. Da werden wir wohl auch an mehr nicht rankommen. Und damit haben wir alle Klimaziele erreicht. Der nächste Schritt. Nein, Monorails können fürs Recycling genutzt werden. Also verbinde dein Luftschiff mit einem Monorail-Netz. Setze Meeres- und Landtiere wieder ein, um das Ökosystem zu erhalten, wenn du gehst. Ja, wir müssen die Tiere auch noch einsetzen und so weiter und so fort. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, Likes und Kommentare. Ein schönes Spiel. Die nächste Folge wird dann höchstwahrscheinlich die letzte Folge sein, zumindest dieser ersten Aufnahmesession. Und dann gucken wir mal, ob es danach noch weitergeht. Ihr entscheidet da auch so ein bisschen drüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.